So, wir machen die Quest weiter, die Versorgungslinie. Da haben wir ja gestern aufgehört. Um einmal mit den Flüchtlingen quatschen. Pferd nervst dich. Freund oder Feind? Freund, Frieden. Man sagte mir, ihr wüsstet, wo die Bretonen ihre Vorräte lagern. Sind wir Freunde, Dänin? Wenn es nach mir geht, ja. Nach Jahren des Blutvergießens, Plünderns und Brandschatzens. Vergib uns, wenn wir Dänen nicht trauen. Ja, ich nehme an, ihr kennt Schwerter, Feuer und Tod. Und dass ihr viele geliebte Menschen verloren habt. Das haben wir alle. Ich kenne diesen Schmerz. Er war es, der mich nach Englerland führte, um neu anzufangen. Doch Rodri und seine Bretonen stehen mir im Weg. Genau wie euch. Ich kann dich verstehen. Vielleicht war ich voreilig. Die Bretonen lagern ihren Nachschub im Dustanbruch. Siehst du den Turm im Süden? Die Überreste des Hügeltors. Kurz dahinter findest du den Steinbruch. Ich danke dir. Einen Augenblick. Falls du noch mehr Hilfe brauchst. Mag sein. Gute Mercer arbeiten in diesem Steinbruch. Sie alle kämpften für Tarn Merton. Wenn du in einer verzwickten Lage bist, dann preise seinen Namen. Die Arbeiter werden zu dir strömen. Also, Gott segne Tarn Merton. Verstanden. Okay, öffne die Karte, um dein Ziel zu finden. Ich glaube, das ist nicht so schwer, oder? Der Steinbruch liegt südlich von den Überresten des Hügeltors. Das ist doch der hier, oder nicht? Den der Main? Liegt südlich des Hügeltor. Hügeltor Überreste, ja. Das ist der, ja. Da können wir mal die Dinger markieren, ja. Dann machen wir aber eine Schnellreise dahin, ne. Ja. Na, komm her.
Wüsteinbruch, voller Wagen mit bretonischen Vorräten. Wenn ich sie brandschatze, muss Rodri Frieden schließen. Okay. Der schon mal weg. Stehen also zwei drin. Mal einen herloggen. Na komm. Jetzt kommen beide, ja toll. Eigentlich sollte nur einer kommen, aber. Okay. Die erste Mal. Haben wir die schon mal weg, das ist schön. Aber eigentlich können wir doch hier die Beirutsche genau. Okay.
Irgendwie brenne ich immer noch, kann das sein? Okay. Wir brauchen so ein Sprengfass, ne? Das geht nicht aus, okay. Djorlaf bat mich, die Gefangenen zu befreien, um die Fürth zu stärken. Wir brauchen ein Sprengfass. Achso, da war noch eine Kiste, warte mal. Nehmen wir natürlich mit, brauchen wir eh. Ups. Dann machen wir das halt so mit dem Pfeil. Kein Bitz Bock, als hier ein Sprengfass zu suchen. Na, wollte ich gar nicht. Mal komm runter. Ah, okay. Ja, so geht's auch. Wo ist denn das andere? Ach so, das ist ganz da hinten, warte mal. Okay, da oben sind noch welche. Diese Männer werden für uns kämpfen. Ja, ich weiß. Okay. Sind diese, das ist unter mir, ne? Also hier geht's ja nicht, also hier ist noch was zum Plündern. Na. Ja, okay. Mich verarschen? Ach, ich hab den. Ich hab einen Feuerpfeil aus. Ja. Das war der Feuerpfeil, nicht der
Sprengfeuer. Ja. Da steht noch einer rum. Und hier ist noch irgendwo ein... Ah, hier. Wie komme ich denn da hin jetzt? Geht's hier rein wahrscheinlich, oder? Ah, ja, okay. Okay. Da haben wir noch was. Ode und Merton. Erstmal hier. Plündern. Das Sarkophag-Schild. Wir haben noch einen Vorratswagen, ne? Wo ist denn der? Was siehst du? Was soll der sein? Ich habe keine Ahnung. Ist der da oben? So. Ah, okay. So, die Versorgungslinie abgeschlossen. Sehr schön. Bei Paraden besteht eine Chance, ein kleines Feuer um dich herum zu entfachen. Okay. Aber ich bin mit dem Giftschild eigentlich schon sehr zufrieden. Chance durch parierende Giftwolke. Und dann hier noch. Wo war's? Bei Paraden besteht die Chance, ein Feuer zu nutzen. Okay. Okay, dann haben wir ja das schon erledigt. Dann müssen wir jetzt zu dem Außenposten. Finde den Außenposten von Venlokan.
Gucken wir mal. Der Außenposten liegt in einem Wald südlich von Quadford. Westlich des Dumastensees. Alle, das ist der Bomberesee. Dudmastonsee. Westlich davon ist dann hier. Ach, das ist der hier, ne? Der ist das. Der muss das sein, ja. Dann gehen wir erstmal zu dem Außen. So, da unten ist noch ein Artefakt oder so. Ja, das mit den Fallschaden umgehen, das haben sie ja gefixt. Das funktioniert leider nicht mehr. Also mit kurz vorm Aufkommen auf R2 zu drücken. Das haben sie ja anscheinend im letzten Patch. Da ist ein Schlüssel. Rausgepatcht. Der ist da drin, ne? Okay. Muss ich wahrscheinlich da hoch. Einmal diesen Blödsinn hier, ne? Na? Triffst du mal das Ding hier? Ah, okay. So, jetzt haben wir schon mal einen Schlüssel. Sie wurde wohl verriegelt. Ja. Okay. So spart man sich Pfeile. Was soll hier jetzt sein? Keine Ahnung. Ach so, hier ist noch mal so ein. Nee, das soll schon da durchgehen. Oh Mann. Was hier ist noch eine Tür. Hier ist auch noch eine Tür. Ach komm schon. Das Artefakt, ne? Ach so, das ist da hinten, okay. Das ist da unten drin irgendwo.
Ah, da muss ich da wahrscheinlich rein, ne? Ah, da ist der Eingang. Schlangen. Ja, schön, schau an. So, haben wir das Artefakt auch. Vorne ist noch eine Kiste, die können wir mitnehmen. Also der Skill mit der Entschuldigung. Der Skill mit der Feuereinäscherung ist echt gut. Der steckt nämlich also Gegner, die durch Feuer sterben, andere mit dem Brand in der Umgebung, in der Nähe. Das ist echt praktisch. So, wir müssen da runter. Okay, da ist schon mal nix. Okay. Gibt es hier irgendwo noch einen Eingang? Wahrscheinlich. Wie komme ich da hin? Sie für mich sühnen. Ja, andere Seite, oder? Hat gerade so ausgeschaut. Ach nee, das war das, das war der, okay. Na, geh runter hier. Geh doch mal da. Ach, hier geht's rein. Okay, ich muss jetzt da hoch. Aber sehr dunkel hier drin. Machen wir ein bisschen Licht hier. So. Haben wir das auch abgeschlossen? Was war denn? Achso, Tasche, okay. Wir müssen jetzt da rein. In den Außenposten. Hier darf mich niemand sehen. So. Wenn lokalen Außenposten. Ich würde gerne mal runter, danke. Der Außenposten von Wenlokan. Wenn ich den Nachschub stehle, sind die Bretonen geschwächt und werden Frieden wollen. Okay, das hat ja nach dem Eingang ausgeschaut, aber anscheinend doch nicht. Noch ein anderer Eingang, okay. Ja, die stehen blöd da, die zwei, ne?
Ja. Okay, jetzt räumen wir erstmal ein bisschen auf. So, hallo. Ach, schon wieder so ein. Das sind schon wieder so. Warte mal. Sind schon wieder so zwei hier. So, da oben nur noch welche, okay. Mal die Vorräte. Ach, geh doch mal hoch. Und hier noch eine Truhe. Da geh doch mal da. Meine Fresse, ey. Eine gute Idee, auf dem Ding stehen zu bleiben. Ja, ich komme gleich zu dir, ich muss den da oben noch. So, wo bist du? Hier da. Ja, dann machen wir das so, ey. Kupfernickelbarren. Falls mal einer noch vorbeikommt, nach unten sind noch welche. So, wir müssen da erstmal rein, ne? Einmal. Zweimal. Dann müssen wir da durch, wahrscheinlich. Ja, was war das jetzt? Ah, der Brigantinenhelm, okay. War da eine Schlange? Keine Ahnung. Kann sein. Na komm her. Die Typen sind scheiße. Haben wir hier alles raus? Ja, ne? Hier ist noch eine Kiste hier. Warte mal. Geh doch mal da hoch. Ach komm. Willst du mich verarschen? Muss ich jetzt von da oder wie?
Wie komme ich denn darüber eigentlich? Okay, ich muss von hier dann darüber springen, ne? Wahrscheinlich. Also muss ich hier... Okay. Hier muss ich anscheinend hoch. Wenn der mal hochgehen würde. Dankeschön. Dann hier. Dann hier an dem Ast vorbei. Na. Ich glaube, ich habe alles hier, ne? Nee, habe ich nicht. Gestohlene Vorräte, es fehlt mir noch was. Für mich in die Ferne, Sühnen. Drin noch. Geh doch mal da hoch. Da müsste ich noch rein, ne? Also einmal hier. Einmal hier. Ah, hier geht's noch rein. Und die andere? Die war ja auch hier, ne? Mir fehlt noch so eine Kiste. Okay, da leuchtet noch was. Ist da irgendwo rein? Hier vielleicht noch was? Ah, warte, ja, hier ist noch was. Habe ich gar nicht gesehen. Dänen, hol mich aus diesem verfluchten Hühnerstall. Männer für Djolofs Fürth. Viel besser als jeder Nachschub. Steinbruch und Vorräte erledigt. Nun zu Iva und Scheolbert in Westbroch. Ehe Iva noch mehr Unheil anrichtet. Ich gebe dir die Freiheit. Wirst du für diesen Schier kämpfen? So, Quest abgeschlossen. Nice. Der blutige Weg zum Frieden. Na? Analog.
So. Okay. Da haben wir alles, das ist sehr schön. Jetzt haben wir noch zwei Fertigkeitspunkte. Also hier haben wir noch Widerstand. Der Weg des Raben, das nehmen wir mal. Ausweichen. Fernkampf. Schwerer Schaden. 6 Attentatschaden. Schleichen, Gesundheit, Nahkampf, Fernkampf. Ja, das können wir eigentlich mal nehmen hier, oder? Zweihundertvierundzwanzig aktuell. Okay. Und dann würde ich so langsam mal in den Kriegerbaum rein, also in den Bären. Okay, ja, das sehen wir schon. Achso, da haben wir den Helm, ne? Den Brigadinenhelm. Ja, da finde ich die Sets aber nicht so. Ah, schon. Jetzt haben wir den auf Maximum, den Schlangenbogen. Sehr geil. Den Schlangenbogen haben wir maximal. Den Todessprecher hätten wir dann noch. Den Jagdbogen. Okay. Jetzt haben wir der blute Weg zum Frieden. Gucken wir mal, wo der Iva ist. Ach, den muss ich auch jetzt suchen. Okay. Ist nicht markiert. Vesper liegt an der Straße. Westlich der Hügeltorüberreste. Ja, wo ist denn die Hügeltorüberreste? Lass mich verarschen. Ach, hier der Aussichtspunkt. Westboro liegt an der Straße westlich. Westlich an der Straße westlich. Okay. Ach, hier ist Westboro, genau. Hier ist Westboro. Am nordöstlichen Eingang. Wahrscheinlich hier dann, ne? Hier müsste sein, nordöstlicher Eingang. Kann er nur hier sein. Weil da ist der Süden. Dann machen wir hier eine Schnellreise hin.
So. Na komm, mein Gott, ey. Also bergauf ist immer ein bisschen schwierig hier in dem Spiel. Habe ich schon festgestellt. Der Proviant sind mal nicht gut bedient, ne? Ja. Eigentlich müsste jetzt hier sein, ne? Ich muss sehen, was du siehst. Ja, da vorne ist er doch. Da ist Eva und Cheolbert. Ich denke schon. Eva, Cheolbert. Hey, Evo! Ich erzählte dem Etheling gerade, dass Thor heute mit uns ist. Der Sieg ist uns sicher. Also, wie lautet dein Plan? In diesem Nest hat Ynir das Kommando. Also zeigen wir den Leuten mal, was passiert, wenn sich ein Dorf den Bretonen beugt. Wir legen es in Schutt und Asche und schneiden Ynir die Kehle durch. Oder, mein Junge? Ich will aufrecht kämpfen, nicht grausam. Das Aufschlitzen von Kehlen überlasse ich dir. Wenn wir hier erfolgreich sind, wird Cheolbert Aldermann. Erst ein Ätherling, bald ein Aldermann, eines Tages König. Oh, du steigst rasant auf, Bursche. Und ich will meine Stellung in Frieden antreten, Iva. Bringen wir es hier und jetzt zu Ende. Er redet sogar schon wie ein Aldermann. Oh, mein Blut kocht. Lasst uns angreifen und eine Spur blutiger Asche hinterlassen. Wenn wir leise vorgehen, gewinnen wir mehr Zeit. Pah. Ich ziehe Raserei und Gebrüll vor, aber wie du meinst. Also wir können es mal leise probieren, aber mal ein paar ausschalten. Aber im Endeffekt wird es eh hier ja Attacke geben, ne? Ich schleiche mich an. Wir wollen doch nicht jeden wehrfähigen Bretonen auf uns aufmerksam machen. Soll ich hier sitzen, sabbern wie ein Dorftrottel und warten, bis du fertig bist? Cheolbert, hör dir die Geschichten dieses alten Mannes an und wisch ihm den Mund ab. Ich bin kein geduldiger Mann, Eivor. Erledige diese Hunde leise und schnell, sonst stoße ich dazu wie damals in Legrakester. Wir bleiben zurück und malen Runen in den Dreck. Aber spute dich. Mir kocht das Blut. Okay, stecke die Häuser in Brand. Jetzt muss ich hier erst einmal die Lage checken. Da oben steht einer, ne? Nee, das ist gar keiner. Ich glaube, Vorräte habe ich jetzt genug. Ah, da kommen welche. Ja, weil die mich jetzt gesehen haben, oder was? Nee. Eivor, bist du bald fertig? Hast du ein Nickerchen gemacht? Genug! Ich will okay. Blut sehen. Ja, komm, dann. Du bist ein tollwütiger Hund, Eva. Ah,
Ja, der hat keine Geduld. Der Mann hat einfach keine Geduld. Was brennt hier schon alles? Pfeile, sehr schön. Gehen wir mal zu dem Schlüsselsymbol, ja. Wieder mal angreifen, ey. Na, zu spät. So. So, hier haben wir schon mal einen Schlüssel. Ich kämpfe, das schwöre ich. So. Ach, lass doch den mal in Ruhe hier, ey. Jetzt müssen wir da hoch wahrscheinlich noch, ne? Haben wir hier noch? Ach, hier ist auch noch ein Schlüssel. Ich hab doch schon eingesammelt. Den muss ich noch schnell holen, ja. Moment. Den brauchen wir wahrscheinlich, oder? Wie komme ich denn da ran? Du bist so hohl, ne? Ey, wow. Meine Fresse. Kannst du mal diesen Schlüssel nehmen? Meine Güte, ey.
Alter, okay, das müssen wir auch noch hier niederbrennen. Trost in Kriegszeiten. Kupfernickelbahn, okay. Brennt das? Ja, ne? Ja, da haben wir noch zwei. Na komm her. Okay, das brennt schon mal. Jetzt haben wir das noch, ne? Da ist aber noch was drin. Na, waren nur Vorräte. Töte Jinja und seine Männer. Wo sollen die sein? Ah, warte mal, Pfeile. Ach, die da unten, okay. So, der ist schon mal weg. Ah, einen Speer habe ich bekommen, okay. So. Ach, geh mal doch nicht hier auf die Nerven. Ausdauer, ja. Das war's. Okay. Ich guck mal schnell nach dem Speer. Wir haben ja einen Speer bekommen. Cutfach-Speer. Angriffsschaden wird von hinten durch Ausweichen erhöht. Naja, ist okay. Handarbeit mal näher an Cheolbert. Komm mit, Evo. Hast du Cheolbert kämpfen sehen?
Der besteht nur noch aus Eiern. Ich bin dankbar für den Sieg und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Cheolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode. Lach doch mal, wir haben gesiegt. Und ich hatte keine Freude dabei, Eva. Evo und ich sind hierfür gemacht, Bursche. Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und zerborstene Zähne. Eine Schlacht zu überleben ist wie neu geboren zu werden, samt Blut und Geschrei. Mein Vater starb in einer Schlangengrube. Am Ende waren nur modrige Knochen übrig. Doch bei den Göttern, er hatte sich seinen Platz an Odins Tafel verdient. Dein Vater Ragnar ist eine wahre Legende. Cheolbert, was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westburg zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Es wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Iva, nicht Rache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Hirpedun. Du kennst Rodri nicht wie ich, Evo. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Met. Nein, Iva. Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um durchzuatmen. Oder angeln. Würdet ihr mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, um unser Blut abzukühlen. Ja, jetzt müssen wir angeln gehen, oder wie? Ich verstehe Angeln nicht. Wo bleibt der Nervenkitzel? Ein Fisch hat keine Chance, mich zu töten. Lasst uns Aale angeln. Jolaf liebt Nesselsuppe mit frisch gefangenen Aalen. Ich angle nicht. Macht, was ihr wollt. Gefangene Aale. Really? Zielen? Also, wir müssen erstmal machen. Einen Haken nehmen. Drücke X, um den Fisch einen Haken zu bekommen. Wie X, da steht R2. Da beißt einer an. Zieh ihn raus. Ah, so. Gut gemacht, Elvor. Ein Aal. Da ist aber noch eine Kiste, ne? Da beißt einer an. Zieh ihn raus. Also Angeln wird jetzt nicht zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Noch ein Aal. Das reicht schon fast für eine Suppe. Da ist aber noch eine Kiste, die will ich. Ich hole schnell die Kiste hier, ey. Ach, das war nur Vorrede. Ach, komm. Ja, ein Aal brauchen wir noch, leider. Achso, Angel.
Da kommt einer. Da beißt einer an. Zieh ihn raus. Das dürfte reichen. Bischof Jolla wird sich freuen. Los, erzählen wir Iva von unserem Pfand. Ja, meinen Sie, ne? Es hat länger gedauert, als das Dorf zu plündern. Ja. Wir haben Aale fürs Essen gefangen. Der Bischof wird sich freuen. Da kommt der Einfallspinsel. Ah, ein eigenartiger Brauch, um den Sieg zu feiern. Doch andererseits, war nicht auch Simon Petrus ein Fischer? Bischof, sei gegrüßt. Wir haben alles für eine vorzügliche Suppe. Danke, Cheolbert. Doch mein Herz ist schwer. So viel Zerstörung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Du hättest Cheolbert kämpfen sehen sollen. Er wird ein alter Mann mit Eiern, rau und furchteinflößend. Ich sollte eher gut und gerecht sein, doch ich weiß das Kompliment zu schätzen. Ich ließ den Bretonen eine Nachricht zukommen. Ich bete, dass König Rodri offen ist für Frieden, trotz des Mordes an seinem Bruder. Es hat sich doch ausgezahlt. Sieh, wohin es uns gebracht hat. Die Bretonen winseln um Gnade wie wimmernde Welpen. Wir haben ein Dorf niedergebrannt, ja. Aber das garantiert keinen Frieden. Um ihn zu sichern, brauchen wir eine andere Stärke. Zurückhaltung. Unsere nächsten Schritte sind entscheidend. Nach allem, was in Quadfort geschah, ist klar, dass Iva sich bedeckt halten muss. Bedeckt halten? Nach allem, was ich getan habe, soll ich mich verkriechen? Der gute Bischof hat recht, Iva. Dein Herz schlägt für den Krieg, nicht für den Frieden. Leck mich, Wolfsmal! Ich kenne Rodri und die Spielchen, die er spielen wird. Das ist meine Warnung an euch. Wenn du es furzen hörst, ist das mein Willkommensgruß an das Schwein. Du hast seinen Stolz verletzt. Wenn du ein Heilmittel kennst, dann um Odins Willen gib es ihm. Sein Stolz macht ihn schwierig und seine Wut unberechenbar, aber er macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ich glaube, ich jage ihm ein großes Wildschwein. Dann rösten wir es über dem Feuer und erzählen uns Geschichten vom Krieg. Das wird ihm gefallen. Bischof, wir müssen uns auf Rodris Ankunft vorbereiten. Ruf deine Männer und schlag hier ein Lager auf. Bald wird über Krieg oder Frieden entschieden. Aber nicht jetzt. Wir müssen warten. Ich hasse warten. Alles liegt in Gottes Hand. Wir können nur beten und für diesen Augenblick der Ruhe dankbar sein. Die Bretonen sind da! Der Augenblick ist vorbei. Hier entlang, bei der großen Eiche! Wo ist Cheolbert? Als zukünftiger Aldermann sollte er bei diesen Gesprächen zugegen sein. Er ging jagen. Ein Wildschwein, sagte er. Das ist schon eine Weile her, oder? Wir können nicht warten. Wir sollten jetzt Frieden schließen. Lady Angarad, sei gegrüßt. Wir kommen, um Frieden zu schließen. Wir freuen uns, das zu hören. Doch wo ist der große König? Er bleibt in der Feste auf mein Geheiß. Ich war in Sorge, er könnte Iva den Meuchler erzürnen. Wir haben den Meuchler in sein Zelt verbannt. Dass wir beide uns um kriegslüsterne Gefährten sorgen, zeigt wohl, wie ähnlich wir uns sind. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich sehe diese Gemeinsamkeit als einen Segen. Vielleicht können wir diesen Krieg also doch noch beilegen. Unsere Völker haben genug gelitten. Und dein Vorschlag lautet? Wir ziehen alle Soldaten hinter die althergebrachten Grenzen unserer Lande zurück. Wir bitten lediglich um einige Tage Zeit, um unsere Habseligkeiten aus der Feste Kausto zu schaffen. Im Gegenzug schwört ihr, alle Feindseligkeiten sofort einzustellen.
Diese Bedingungen sind großzügig. Die Waffen ruhen. Sehr wohl. Gelobt sei der Herr für diese schnelle Einigung. Gott sei mit dir und deinem König, Lady Angarad. Nun denn, ihr habt einen guten Krieg geführt. Lasst es nun zu einem dauerhaften Frieden kommen. Ich glaub da nicht dran. Ich bin fassungslos, Eivor. Jahre des Blutvergießens wurden im Handumdrehen beendet. Das war ein schwieriger Weg, Bischof. Cheolbert muss die frohe Kunde erfahren. Berichtest du es ihm, wenn du ihn siehst? Ich suche ihn gleich auf. Ich glaube, dass die uns nur verarscht haben. Dass die im Hintergrund irgendwas planen. Ach, ich quatsche mal mit Eva schnell. Eva, es ist vollbracht. Frieden, ja? Und jetzt scheißen sich alle vor Glück in die Hose. Wenn nicht vor Glück, dann vor Erleichterung. Hast du Cheolbert gesehen? Ich will ihm die frohe Kunde erzählen. Er wollte vorhin mit mir jagen gehen. Doch ich war nicht in Stimmung. Die haben den bestimmt gekidnappt oder so. Wo verflucht treibt sich Cheolbert nur herum? Irgendwer muss es doch wissen. Hast du Cheolbert gesehen? Was kümmert es mich, wann der Ätherling kommt und geht? Frag jemand anderen. Ich suche nach Cheolbert. Hast du ihn gesehen? Als ich ihn zuletzt sah, schärfte er Pfeilspitzen. Ja, ich weiß, dass er... Auf mich anzustarren. Eva, es ist vollbracht. Frieden, ja? Wenn nicht vor Glück, dann vor Erleichterung. Er wollte... Ach, da hinten ist noch einer. Hast du Cheolbert gesehen? Mein Bruder hat ihn gesehen. Der ist sternhagelvoll, was? Um den Frieden zu feiern. Hat schon früh angefangen. Wach auf! Hm? Wo ist Cheolbert? Cheolbert? Hat niemand hier Cheolbert gesehen? Nur Erdränger. Und du wirst warten müssen, bis er ausgenüchtert ist. Betrinkt er sich oft so dermaßen? Bei allen Göttern, ja. Zweimal die Woche. Einmal 3 Tage lang, einmal 4 Tage lang. Und sonntags doppelt. Und wenn du ihn schnell ausnüchtern musst, was machst du dann? Behalt es für dich, aber ab und zu, wenn ich mit ihm reden musste... habe ich ihn in einen See geworfen. Das ist ein Versuch wert. Ja. Irgendwie muss ich den Trunkenbold doch wecken können. Ja, dann schmeißen wir den mal da rein. Ich hab gedacht, der wäre flacher gewesen. Er kommt wieder raus. Gut geschlafen? So behandelt man keinen erwachsenen Mann. Meine Güte! Ich suche nach Cheolbert. Dem verweichlichten Sachsen? Dem nächsten Aldermann, ja. Er sagte, er will jagen gehen, um für Eva und die anderen ein Festmahl zu bereiten. Ich weiß, dass er jagen wollte. Aber wo? Bei einer Höhle in der Nähe. Folge dem Fluss, den Berg hinauf. Südlich von hier.
Das reicht für den Anfang. Danke. So. Seobert folgt ja dem Fluss im Süden von Velvor. Den Fluss im Süden. Da unten. Wieso ist der so weit weg? Ah, da am Baum ist noch eine. Okay, das noch. Lass mich raten, da komme ich nicht hoch, ne? Ich muss hier wahrscheinlich hoch. Komme ich da mit dem Pferd hoch? Ich denke, dass die den geschnappt haben, ne? Ganz stark von aus. Also alles andere wird mich überraschen. Da kommt sicherlich noch irgendwas. Ach, da oben drauf. Okay. Wie komme ich jetzt dahin? Was ist hier geschehen? Das sieht nicht gut aus. Nee. Aber ich würde erstmal hier hochgehen. Vielleicht komme ich hier irgendwie zur Kiste. Mich von hier aus irgendwie dahin. Ach, guck an. Ach, guck an. Nice. Blut von Cheolbert oder von einem erlegten Tier. Suche in der Höhle nach Seelbert. Ah, da geht's weiter rein. Nehmen wir mal eine Fackel.
Kann man da noch was untersuchen hier? Nee, ne? Okay. Okay. Da liegt Cheolberts Bogen. Wieso? Ja, wieso wohl? Also muss ich hier rein, ne? Okay, hier gibt's nichts. Schade. Aber hier geht's auch nochmal hoch, ne? Hier geht's runter. Ach so, das ist nur hier da. Okay. Das wäre der zweite Weg gewesen. Okay, ja, alles klar. Ich nehme gleich mal den Speer. Einmal plündern. Tierspuren und Blut. Nicht von einem Schwein. Ein Wolf, der etwas durch den Dreck gezogen hat. Ja, das war bestimmt ein Seewolf. Ah, die Wölfe haben den Durchgang blockiert, ja. Mhm. Theobert, bei Freyas Tränen. Theobert, du lebst. Ich... Bleib ruhig. Du bist schwer verletzt. Ein Drache auf dem Griff. Götter. Das bretonische Wappen. Atme weiter, Junge. Ja, war ja klar. Nicht mehr viel Zeit. Ich bringe dich zu den anderen, um dich zu verabschieden. Ich bringe dich zu den anderen. Ganz vorsichtig. Das war doch sowas von klar. Ging's denn hier jetzt nochmal raus, verdammt. Oh. Nee. Achso, ich kann keine Fackel tragen, schade. Hä? Wo ging's denn? Oh Mann, ey. Meine Orientierung ist wieder on point hier, ne? Dann war's doch der andere. Aber das schaut ja alles wieder so, alles gleich aus, ne? Psst.
seine Kräfte. Ha. Ja, okay. Wie komme ich mit dem da hoch? Kann man das einfach mal verraten? Kann man den da rüber schmeißen? Nee. Ich komme da nicht hoch mit dem. Ach komm. Das ist ja nicht dein Ernst hier. Aber da geht's ja nicht raus. Hier geht's ja nicht. Und hier ist kein Weg. Also geht's ja nur hier. Aber dass er, da ich ja den noch rumtragen muss, komme ich hier nicht raus. Und hier komme ich ja auch nicht durch. Komm, Leute. Warte mal. Den kann man jetzt hier beliebig verschieben, oder wie? Okay, jetzt warte mal. Wenn man den beliebig verschieben kann. Ja, das bringt mir aber nichts, weil da komme ich ja nicht durch. Also irgendwie kapiere ich das nicht. Irgendwie kapiere ich das ja nicht. Also den kann man ja verschieben. Zu welchem Grund? Weil da passt er ja nicht durch. Und da komme ich ja mit dem Ding auch nicht durch. Ja, ich kapiere das echt nicht, ne? Ich kapiere das echt nicht.
Aber ich komme nur in dem Bereich hier, ne? Ach komm, mach mich doch nicht schwach hier, ey. Ich habe echt keine Ahnung, ey. Ich habe echt null Ahnung, ja. Wie ich hier rauskommen soll. Normal komme ich ja hier raus, ne? Aber ich komme ja mit dem da nicht rüber. Weil hier ist ja der Ausgang. Hier komme ich rüber. Das hier ist der Endstation hier, ne? Ich komme hier nicht rüber. Ich komme zwar hier hoch. Aber ich komme da nicht rüber. Ach, jetzt auf einmal. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich habe das sicher mal probiert, hier rüber zu kommen. Ey, Spiel, ey. Unter Freunden. Bleib mal stehen hier. Bleib doch mal stehen. Hier, das geht schneller. Einfach atmen, Gilbert. Wir sind gleich da. Ich habe das sicher mal probiert, da über die Stelle rüber zu kommen mit dem, ne? Das ging nicht. Der Hand Thors! Ist das der... Eivor, was ist geschehen? Nein! Du törichter Junge, was hast du getan? Ich habe ihn tief in einer Höhle gefunden, von Wölfen umringt. Eivor... Ruhig, Bursche, ganz ruhig. Eivor... Gib mir eine Axt, und zwar sofort! Eivor... Er ist tot. Eine Axt! Sein Gott wird ihn zu sich nehmen. Auch ohne Axt. Dann geh du zu deinem Gott, Junge. Und ich singe für dich in Valhall. Das war kein Wolf. Sag mir, was geschehen ist. Oh, oh.
Ja. Das waren Bretonen. Diese Klinge steckte in seiner Brust. Ein bretonischer Dolch. Rodri! Aber warum? Du hast seinen Bruder ermordet. Dachtest du, er würde es dabei belassen? Ich hab dir gesagt, wie hinterhältig er ist. Frieden war nie sein Ziel. Er will Blut für Blut. Bischof Djorlaf, hier drüben. Die Mauern seiner Feste vermögen ihn nicht zu schützen. Ich treibe ihm diesen Dolch in die Lunge. Dann müssen wir uns beeilen. Zuschlagen, ehe Rodri mit dieser Heimtücke davonkommt. Diesmal keine Gnade, Wolfsmal. Diesen Dunghaufen Leofrid hast du verschont. Rodri kommt nicht davon. Das schwöre ich. Gütiger Gott, was ist geschehen? Cheolbert! Ermordet. Möge der Herr, der dich von der Sünde befreit, dich retten und zu sich nehmen. Schick die Leiche zu seinem Vater. Er wird ihn christlich bestatten wollen. Königin Angarad sagte, Rodri hätte sich in der Feste Kaustow verschanzt. Entweder eine Lüge oder ein Versehen. Wir sollten es herausfinden. Wir können unweit der Feste ein Lager aufschlagen und sie gemeinsam auskundschaften. Ein guter Plan. Wir gehen sofort. Gut. Und denk dran, Rodri gehört mir. Ist das der Engel? Ach ja. Königstöter. Wie geht es dir nach alledem, Bischof? Ich bin zutiefst erschüttert. Cheolbert wäre ein guter alter Mann gewesen und eines Tages ein guter König. Ein König, erzogen mit der Kriegskunst der Wikinger und christlichem Mitgefühl. Er wäre ein großer Mann geworden. Ja, wäre, ne? So, Folge Iva. Nahkampfwiderstand, leichter Angriff, Betäubung. Weg des Bären, Großschwert. Dänenaxt. Ich würde gern so Richtung Feuer wegen was killen. Hier ist einmal Feuer. Guck mal, hier ist noch. Ach, Widerstand, okay. Hier ist einmal Feuer. Feuer. Also Feuerwiderstand gibt es öfters, ne? Bloß mit dem Feuerschaden, da gibt's nicht viel. Hier ist noch mal eine Bartaxt, okay. Nee, das war's schon. Okay. Ja gut. Aber da hinten war irgendwo Feuer, ne? Hier nochmal.
Dann machen wir hier einen Nahkampf. Und dann können wir hier hoch. Ja. Wir haben noch viel vor. Na gut, nehmen wir das mit, ist ja egal. So, jetzt gucken wir mal schnell Inventar. Dann gucken wir mal weg. Quest. Königstöter. Ivar und Iva greifen die Feste Kosto an, um Rache zu üben. Okay, das ist wahrscheinlich die Abschlussquest wahrscheinlich. Und die ist hier, ja. Genau. Hier habe ich noch ein Fähigkeitsbuch. Ich hätte wissen müssen, dass er sich den Schwächsten von uns holt. Mit dem Mord an Rodris Bruder hast du eine blutige Wunde aufgerissen. Alles, was sich lohnt, kostet seinen Preis in Blut. Im Quadfort sagtest du, Rodri habe dir die Narbe im Gesicht verpasst. Ist das eine erzählenswerte Geschichte? Erzählenswert vielleicht, erinnernswert auf jeden Fall. Vor Jahren war ich auf dem Rückweg von der westlichen Insel. Oh, die hatten vielleicht Krieger. Die haben mich ziemlich verdroschen. Ich war mürrisch. Ich wollte nur etwas Blut und Silber, mehr nicht. Und so segelte ich mit meinen Drängen die Küste von Kemry entlang und sah eine gute Anlegestelle dicht im Nebel. Wir zogen die Schiffe an Land und hörten gleich einen Schrei von einem Hügel herab. Die verfluchten Britonen. Der Nebel lichtete sich und da standen sie in einer Reihe. Der breiteste von ihnen rief: Ich bin Rodri, König dieser Lande. Das geht mir am Arsch vorbei, rief ich zurück. Ich nickte meinen Männern zu und wir stürmten. Und ab und zu leckt es noch ein bisschen, ne, im Spiel. Wir waren in der Überzahl, doch die Bretonen sind gerissen. Es war Marschland. Der Sumpf hielt unsere Stiefel fest und hinderte uns am Fortkommen. Rodri metzelte einen nach dem anderen nieder. Als er zu mir kam, hielt er mir die Klinge an den Kopf und verpasste mir nur diesen Kratzer. Er sagte: Verlasse dieses Land und warne deine Leute. Erzähle allen, dass dieser Schnitt von König Rodri stammt. Leck mich, sagte ich. Rodri lachte und ließ mich gehen. Eine gute Geschichte, Ivar. Sohn von Ragnar, Königstöter, Eroberer von Englerland und der westlichen Insel. Deine Saga reicht für 10 Krieger. Das ist wahr. Verschwitzte Schlange sitzt hinter dieser Mauer. Nur ein Drache kann ihn bezwingen. Am Arsch. Der wird noch einen kennenlernen. Gib deinen Leuten Bescheid. Wir können hier lagern und einen Überraschungsangriff aushecken. Ivas Männer verlieren keine Zeit. Sie sind versessen darauf, Rache zu nehmen. Okay. Gucken wir schnell wegen Controller. Der hat zwei noch. Okay. Zwei Balken noch. Ich hab gedacht, der wäre Lehrer. So, dass die Fähigkeit müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Seit du mich aus diesem Käfig befreit hast, will ich mich an den Bretonen rächen. Die Zeit ist reif. Du hast mich befreit. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Eivor. Ich habe Lust, mich an den Bretonen zu rächen. Ich lasse mich sicher nicht zurückfallen, um die Leichen zu fleddern. Diesmal nicht. Ich bin bereit. Was in Lokis Namen hast du da gemacht?
Ein Drachen beschworen, der mir hilft, Rodri zu erlegen. Was sagst du, Wolfsmal? Bist du bereit für den Krieg? Trommel alle zusammen, Ivar. Es geht los. Ein guter Tag zum Sterben. Das Tor scheint gut verteidigt zu sein. Meine Männer beladen einen Karren mit Kesseln voller Öl. Wir brennen uns durch dieses beschissene Tor. Okay. Feste Coaster. Komm und zeig dich! Ich bin hier, knochenloser Ragnarsson. Warum kommt ihr mit einem Heer, wo wir gerade Frieden geschlossen haben? Verhöhne uns nicht, du Hurensohn. Du hast diesen Frieden mit Blut entehrt, als du Ceolbert ermordet hast. Rede so viel Unsinn, wie du willst. Wenn ihr Krieg wollt, gut. Unsere Verteidigung steht. Sieh in mein Gesicht, König Krähenfutter. Hier ist der Drache, der dich verschlingen wird. Ich sehe einen verbrauchten alten Mann, der Schlange spielt. Genug geredet, Ivar. Bringt den Ölkarren und entzündet die Feuer. Wenn ich mit Rodri fertig bin, reiße ich ihm das Fett von den Schenkeln, um unser Brot zu braten. Bricht durch das Haupttor. Begleitet den Ölkarren zum Tor. Ich brauche die Axt. Moment. Ich habe noch den Speer. Brauche meine Axt, ich glaube, ja. Aber eigentlich kann ich auch hier drüber klettern, ne? Das geht doch schneller, oder? Und dann so innen aufmachen. Okay, das geht doch nicht. Ich hab gedacht, das geht. Ich hab gedacht, das geht, aber... Also hier geht's anscheinend nicht. Bricht durch das innere Tor.
Vielleicht geht's ihm hier. Ja, ich muss mal auf die andere Seite hier. Ja, hier geht's. Bindeglieder der Zugbrücke abschießen. Kann man das nicht von oben auch machen? Aufbrechen. Eva, der Knochenlose. Du gibst deinen jämmerlichen Drachen ab. Ach du Scheiße. Ist klar. Er hat mir in die Leber getreten. Ich brauche frische Luft. Was ist mit dem los? Ei. So, feste Kosto.
Ja. Die morsche Eiche ist gefällt. Er ist nicht tot. Nein, ich habe noch etwas vor. Ein Spektakel, schon vergessen? Lass ihn gehen. Der ist doch nur noch ein trauriges Stück Fleisch. Töte ihn, dann ist es vorbei. Oh nein, das wird gut. Ich habe etwas ganz Besonderes im Sinn. Einen Ort und eine Methode. Komm! Ja, nein, wir haben noch Sachen hier zu holen. Noch nicht. Ich komme wieder, wenn ich bereit bin. So sei es. Wir warten gerne. Nicht wahr, Rodri, alter Freund? Wir müssen hier noch Sachen rausholen. Zum Beispiel gibt es hier noch eine Fähigkeit zum Beispiel. Muss von der anderen Seite versperrt sein. Okay, da muss ich durch. Was leuchtet denn? Achso, das ist die Kerze. Okay. Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Gibt's hier? Nee, gibt's hier nicht, ne? Ölfass, aber ja, okay. Brauche ich nicht. So, Tür ist auf. Die ist auch auf. Okay, da nicht so, okay. Wurfaxt gut. Okay. Wurfaxtwut, guck mal. Getroffene Gegner geraten ins Wanken. Ja, okay. Ja. Mann, wir haben hier noch, ne? Die würde ich gerne noch mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin. Okay, hier geht schon mal nicht hoch. Dann geht's von oben rein wahrscheinlich, oder? Komme ich hier rein? Ach hier, ach da. Das habe ich gar nicht gesehen hier. Ja. Ach, geh doch mal da rein, ey. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier eine Truhe, sehr schön. Wir brauchen das ganze Material hier, ne? Okay. So.
Sind wir schon mal hier? Sehr schön. Ja, machen wir erst die hier. Wir müssen ja eh wieder zurück. Wir müssen ja wieder zu Eva zurück. Von dem her nehmen wir die erste vorne. Gibt's hier? Nee, gibt's nicht, ne? Okay, die ist schon mal. Gibt's hier? Kommt man hier hoch? Hier kommt man hoch. So, haben wir das. Dann haben wir noch die da. Und dann können wir zurück zu Eva. Königsgeheimnis, okay. Diese Türen da immer, ne? Oh Mann. So, haben wir die da. Nice. Jetzt haben wir alles, jetzt können wir wieder zu Eva zurück. Bist du ja. Bringen wir König Rodri an einen Ort, der ihm den Atem raubt. Gut, bringen wir das hinter uns. Schmeiß den Schmalzbrocken auf dein Pferd und wir reiten los. Sieh zu, dass er nicht stirbt. Eivor, vergiss nicht den Klumpen gammliges Fleisch, das sich Rodri nennt. Nö, den vergesse ich schon nicht. Reiten wir hin. Beim Kundschaften habe ich eine Aussicht gefunden, die eines Königs Todes würdig ist. Es braucht kein Spektakel, Iva. Lass den Mann würdevoll sterben. Würdevoll? Nein, nein, nein. Sein Tod soll ein Schauspiel sein. Okay, auf geht's. Da bin ich mal gespannt. Er verdient hat das ja schon, ne? Also. Wie geht es dem lieben König? Bleib bloß bei uns. Du darfst nicht verpassen, was dir bevorsteht. Irgendwie finde ich den Iva voll geil. Hey, was gefällt das ist ein geiler Char. König Ähler, König Osbrücht, König Edmund und jetzt töte ich König Rodri. Wer kann sonst eine solche Siegessträhne verzeichnen? Töte mich einfach. Ich werde mich in diese Fehde nicht einmischen. Bin mal gespannt, was er so alles geplant hat.
Diese Aussicht kommt Valhall gleich. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Ist er noch am Leben? Kaum. Rodri, hörst du mich? Jahrelang trug ich diese Narbe mit Charme. Von einem Bretonen verletzt und dann verschont. Ich versuchte sie zu verstecken mit einem Bart, einem Rock. Doch als dein Ruhm wuchs, wuchs auch mein Stolz. Ein König gab mir diese Narbe. Was sagst du dazu, Rodri? Hä? Sprich, du stinkender Bottich ranzigen Talgs. Ja, warte doch. Schaff ihn da hoch, auf die Spitze und halt ihn am Leben. Bring es zu Ende, Ivar. Hier, eine hungrige Klinge. Jetzt kommt der Drache und bereitet sich sein liebstes Mahl zu. Den Blutaar. Ivar, wird das... Die Geburt eines Blutaars ist ein ehrwürdiger Anblick, mein Freund. Erst schneide ich dich entlang der Wirbelsäule auf. Oh Gott, das wird bestialisch. Bedeutet Ivar überhaupt nichts. Er tut das nur, weil er andere gerne leiden sieht. Jetzt ziehe ich das Fleisch ab. Jeder Brauch überdauert seine wahre Bedeutung. Bald weiß niemand mehr, warum dieser Mann starb. Aber wie er starb, ist ein Lied für die Ewigkeit. Mit der Zeit verwischt die Grenze zwischen Gut und Böse. Aber Ruhm ist unvergänglich. In dieser Tat liegt nichts Ruhmreiches. Das Leben ist nicht schön. Es ist ein blutiger Kampf. Die Lunge tritt hervor und wir breiten sie aus wie Flügel. Oh, das wird ist sehr ekelhaft. Kann ihn jetzt sehen. Ich habe genug davon. Wir sind noch nicht fertig. Diese Saga, die wir zusammen geschrieben haben, braucht ein Ende. Hier und jetzt. Boah, das ist heftig. Es ist vorbei, Ivar. Ich bin fertig mit diesem Ort. Ein Kampf auf den Tod. Nur du und ich. Wenn ich gewinne, bin ich der größte Wikinger, der je gelebt hat. Wenn nicht, hast du eine große Geschichte zu erzählen. Du bist schlachttrunken, Ivar. Leb wohl. Armer Cheolbert. Er hat kaum etwas gesagt. Wann? Ich stieß ihm den Drachendolch ins Herz. Nee, oder? Nur ein kurzes, leises Wimmern. Dann nichts mehr. Wow. Krankes Stück Scheiße. Was ein Mann nicht alles tun muss. Man muss Prüfungen bestehen, Freunde verraten, nur um sein Schicksal zu erfüllen. Um immer wieder der Königstöter zu sein. Verräter! Cheolbert war... Wie ein Sohn für mich, ja, ja! Also kämpfe, Wolfsmal, bis zum glorreichen Tod! Wow. Ah!
Was für ein Leben, Eivor! Ein Kampf hoch über der Welt! Valhall wartet! Wow, wow, wow. Ja, der ist nicht schlecht, du, ey. Also eigentlich mochte ich den schon, ne? Der hatte was, ne? Keinen Sinn für Wagnisse. Als ich Goriath erschlug, hast du gezaudert. Bei unerwarteter Gewalt verkriechst du dich. Thor verleiht mir Kraft. Brauch Adrenalin. Moment, Eivor. Ich muss dich etwas fragen. Na dann los, wenn du dich so sehr nach dem Tod sehnst. Hä? Okay. Das war's. Mein langer Weg endet. Die Valkyria kommt. Meine Axt, Eivor. Gib mir meine Waffe. Ach, das ist jetzt eine harte Entscheidung, ne? Das ist echt. Eieiei. Ja, komm. Vielleicht kann Odin dich gebrauchen, obwohl du es nicht verdient hast. Bring ihm keine Schande. Ich höre ihre Flügelschläge. Vielleicht bringt es später irgendwann nochmal einen Vorteil, keine Ahnung. Aber normalerweise hätte ich ihn so umgebracht. Also ohne hier in den Valhall zu kommen. Bringt seine Überreste nach Quadfort. Wir verabschieden ihn dort. Und schickt einen Boten zu Ober. Sagt ihm, dass sein Bruder tot ist. So, sprich mit Deola. Erst im Langhaus und Quadfort. Ja, hier haben wir alles rausgeholt. Also hier ist der, okay. Hier gibt es aber noch keinen Schnellreisepunkt. Das heißt, wir müssen einmal hier hin.
Habe ich eigentlich von dem eine Waffe oder so bekommen? Nee, ne? Nee, wow. Nicht mal ein Item von dem bekommen. Aber na gut. Gibt's hier irgendwo immer so ein. Hier muss es doch bestimmt so ein Schnellreisedings geben hier, ne? Guck mal da. War das ja auch ein Händler und alles? Also, da gibt's bestimmt. Deswegen gucke ich mal davon. Sorry. Ah, siehst du. Genau das wollte ich haben. Schnellreiseziel. Okay. Eivor, sei gegrüßt. Wieder trübt ein dunkler Tag unseren Sieg. Bischof. Ober. Er starb durch die Hand eines Britonen. Ich kann nur ahnen, welche Schande mein Bruder in seiner letzten Stunde gespürt haben muss. Ohne diesen Frieden... Ich erschlug ihn. Du? Nachdem Frieden geschlossen wurde, hat Ivar Ceolbert ermordet und es Rodri angehängt, um sich an ihm zu rächen. Und woher weißt du das alles? Er hat es mir selbst gesagt. Ich bin ein großer Freund der Wahrheit, Eivor. Aber das... Es ist schwer, das zu hören. Ist er gut gestorben? Er starb als Kämpfer, in all seinem Ruhm. Also so, wie er wollte. Ohne Ivar können nun endlich Ruhe und Frieden einkehren. Immerhin etwas. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich ihn in Valhall wiedersehe. Mit der Axt in der Hand. Das wirst du. So oder so. Er lebte nach seinen eigenen Regeln. Welcher Mann kann mehr behaupten? Er war ein Mann der Widersprüche. Er hat mich oft überrascht und in Erstaunen versetzt. Doch nicht alle Männer leben, um verstanden zu werden. Wir müssen ihn gebührend verabschieden. Ich bereite ein Schiff für seine Verbrennung vor. Bischof, schick eine Nachricht an Königin Angarad, dass ihr Mann durch Verrat starb und Ivar den Preis dafür bezahlt hat. Sobald ich dazu komme. Haben wir von König Ceolwulf gehört? Seine Trauer muss grenzenlos sein. Es hat ihn erschüttert. Und doch macht er neue Pläne für diesen Schier. Ich soll Aldermann werden. Somit erklärt sich Schrobeschir zu deinem Freund und Verbündeten. Und wird es bis ans Ende meiner Tage bleiben. Ich danke dir, Bischof. Gott sei mit dir, Eivor. Wo immer du auch bist. Okay, haben wir das auch abgeschlossen, die Questreihe.
wohl, Bruder. Möge deine Zeit in Valhalla glorreiche sein. Schroffer Stifter von Schlachtgesängen. Auf loderndem Wellenrost segelt er, Knochenlose dem besungenen Ruhm entgegen. Wind weht über das Wasser. Wenn die Schwingen der Schildmeuten schlagen, um einen König zu Odins Totenhalle zu bringen. Ivar fort. Schrobeschir verbündet. Ich sollte mich mit Randvi beraten. Das Buch der Drachen. Wow, 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 ne? Einfach nur wow. Ich würde gern ein bisschen was in Feuerwiderstand. So, 228. Hier haben wir nichts bekommen. Lagebericht zu Skrobisk hier. Ja. Was ist eigentlich mit dem Orden? Fulke. Setze die Geschichte fort, um den nächsten Hinweis zu finden. Setze die Geschichte fort, um den. Okay. Also zwei haben wir von denen ja schon mal aufgedeckt. Das heißt, wir müssen jetzt zurück in die Siedlung. Nach Hefnertop. Okay, Eisen können wir mitnehmen und Titan, ne? Also Leder haben wir jede Menge. Aber ich wollte mal schnell gucken. Immer schön. Was bietest du heute? Achso, die Liosaf-Klinge. Also schwerer Schaden wird bei geringer Gesundheit erhöht, ist, ja, nee. Angriff wird nach einem Attentat erhöht. Ist nicht schlecht, ne, aber, ja. Du musst halt dann hier einen Attentat machen, ne? Ich muss gehen. Bleib gesund. Geh mit deinen Göttern. Hi, Tavon. Ivo, hey. Zeigst. So, ich würde erst was verkaufen. Immer ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen, Eivor. Du
brauchst das doch. Dann brauchen wir Eisen. Nehmen wir 200 gleich wieder. Nutze es mit Bedacht. Dann brauchen wir Titan. Okay. Ich denke, das wäre eine sehr gute Wahl. Gifteffektivität, okay. Feuer. Gift und Feuer. Gesundheit. Hervorragende Entscheidung. Kann man mal mitnehmen. Ist denn ein... Wir sehen uns, Eivor. Kann man mal mitnehmen, kann man irgendwo mal reinsetzen. Was kannst du mir heute anbieten? Petra. Eivor, wie geht es dir? Ah, okay. Ich muss gehen. Beeindruckend. Das habe ich noch nie gesehen. Ausgehöhlter Stein. Okay. Ich habe etwas Neues für dich. Nun, bis bald dann. Also mit der können wir auch eine Beziehung anfangen. Okay. Ach so, das ist ein Entwurf für eine Verzierung. Ja, toll. Ja, okay. Wow. Wir haben ein Bündnis mit Schrobisch hier. Allerdings war der Preis dafür hoch. Der junge Cheolbert wurde getötet. Ja, ich hörte von meinen Spähern. Solch ein tragischer Tod für zweifelhaften Nutzen. Ich hoffe, du ließt seine Mörder bezahlen. Das Recht obsiegte. Man wird sich Cheolbert erinnern. Ich schätzte seine Gesellschaft in unserer kurzen gemeinsamen Zeit. Wahrlich. Abgeschlossen. 350 Silber. Okay. Komm her. Erstmal eine Runde knutschen. Ich sollte gehen. 2,28 sind wir, okay. Also wir können mit dir Schluss machen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Aber nee, machen wir nicht. Okay, ja, guck mal an. Ah, Cent wäre das nächste. Belohnungen Silber. Die haben wir alle schon abgeschlossen. 250 und 190. Dann machen wir. Weil das Level sieht man jetzt nicht mehr, was das war, ne? Dann machen wir hier Cent Stärke 130. Erzähl mir mehr über Kent.
Bassem hat geschrieben. Er behauptet, Fulke gefunden zu haben und bittet um deine Hilfe. Du findest ihn im Priorat des heiligen Hadrian. Neuigkeiten von Sigurd? Hat er nicht erwähnt. Aber wenn er Paladin Fulke gefunden hat, kann Sigurd nicht weit sein. Ich gehe, sobald ich kann. Gut. Pass auf dich auf, Eivor. Bassem weiß etwas Neues über Sigurd. Ich muss zu ihm. Der Winkelzug des Abends. Okay. Okay. Bassem hat uns Sigurds Aufenthaltsort übermittelt. Wir brechen umgehend auf. Großartig, Eivor. Endlich fällt dir ein, dass wir nach unserem Jarl suchen sollten. Ich klatsche für deinen halbherzigen Edelmut. Doch ich werde dich nicht begleiten. Dark, okay. Das ist kein Scherz. Auf das Schiff. Los. Jemand muss zu Hause bleiben und sich um die Belange der Siedlung kümmern. Da du uns bei jeder Gelegenheit im Stich lässt, sollte diese Aufgabe mir zufallen. Sigurds Leben steht auf dem Spiel. Wir brauchen dich. Nein, ich werde hier gebraucht. Zweifelst du so sehr an mir, dass du nicht einmal deine Axt erheben willst, um deinen Jarl zu retten? Du verdrehst die Wahrheit, Wolfsmal. Aber geh, finde den Jarl, bring ihn zurück. Doch komm nicht wieder vom Weg ab, wie es dir immer öfter zu ergehen scheint. Wir sind noch nicht fertig, Dark. Wir reden nach meiner Rückkehr. Also der muss weg, der geht ja gar nicht hier, der Kerl. Der ist so unsympathisch. So. Die Winkelzug des Abends, finde Basim und sprich mit ihm. So, kann ich was upgraden? Schwierig, ne? Ich habe ja schon den Bogen vielleicht? Ne, habe ich zu wenig. Ich habe zu wenig Dings. Titan. Brauchen wir noch, okay. Sonst sind wir ja gut ausgestattet. Da brauchen wir auch noch Titan. Ansonsten, ja. Okay, dann gucken wir mal. Wir müssen da runter, ne? Da müssen wir hin. Schlüssel, okay. Okay, da kommen wir gar nicht rein. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Basim. Verschied Augustin nicht zwischen Glauben und Verstehen? Das ist mein Punkt. Was ich sagen will, ist, dass der Glaube die größte Bedeutung hat. Ja, denn ohne ihn bedeutet das Opfer Christi nichts. Er starb, um uns zu erlösen, nicht wahr? Von der Erbsünde Adams und Evas. Doch das Böse besteht fort. Ja, es besteht fort, weil er uns den freien Willen gab. Besitzt das vom Despoten erschlagene Neugeborene freien Willen? Ja, nein. Ich meine, das ist zu vereinfacht. Oder der Priester, dessen Herz ein Wolf aus der Brust reißt. Judas, dem vorherbestimmt war, den Nazarener zu verraten. Einige sagen, Judas wurde benutzt. Täusche mich, meine Ohren, Bruder Hortbert? Zweifelst du an den Schriften?
Nennst du Judas unschuldig? Unerhörte Blasphemie! Nein, das habe ich nicht gesagt. Bruder Cherdik, bin ich nicht der frommste seiner Diener? Raus! Raus! Schließt du Freundschaften? Die Zunge eines Menschen gibt einen Vorgeschmack auf sein Herz, Eivor. Und dieses Wissen ist oft nützlich. Und wie schmecken diese teigigen Christen? Das sagt man doch nur so, Eivor. Und ich bin ihrer bereits überdrüssig. Muss es so trocken sein zwischen uns? Natürlich nicht. Ich bin dankbar, dass du hier bist. Du hast Folge gefunden. Wir verschwenden Zeit. Was will Folge mit Sigurd? Was in Mercia geschah, verstehe ich noch immer nicht. Folge sah etwas in Sigurd. Eine Kraft, ein Vermächtnis. Worauf ist sie aus? Ihre Beweggründe sind schwer zu greifen. Aber das kann warten. Finden wir zuerst deinen Bruder. Ja, wenn wir das tun, wirst du dir das Recht auf meine Freundschaft 10.000-fach verdient haben. Also, wie lautet dein Plan? Wir sind tief im Herzland ihres Gottes, eine Heidin und ein Ketzer. Um Folke zu erledigen, brauchen wir eine christliche Falle. Folke ist kaum eine Heilige. Diesen Christen sind ihre seltsamen Vorstellungen ein Gräuel. Stimmt, aber sie geht als eine von ihnen durch. Sie wird sich nicht vor allen verstecken, nicht mit einem Gefangenen im Schlepptau. Also, wo beginnen wir? Ich habe einen neuen Freund, Abt Künebert. Voll frommen Feuers, doch mit Ambitionen, die weit größer sind als sein Verstand. Und was weiß dein Freund Künebert? Komm, ich werde dich ihm vorstellen. Und wir hören uns die ganze Geschichte gemeinsam an. Konntest du, während du allein warst, etwas Frieden finden? Ich habe immer Frieden. Und ich bin nie allein. Ich wandle voll großer Freude unter den Menschen der Welt. Ich beobachte sie, studiere sie und lerne so manches von ihnen. Dies ist unsere Pflicht, der Auftrag der Verborgenen. Zum ersten Mal, seit wir uns trafen, klingst du mehr nach deinem Lehrling als nach dir selbst. Sicherlich klingt Haitham wie ich. Ich habe ihn gut unterwiesen. Euer Credo und eure Grundsätze, meinst du? Richtig. Und unser Gefühl von, wie soll ich es sagen, tiefer Verantwortung für die Verbesserung der Menschheit. Das ist ein hohes Ziel. Aber es erklärt nicht, was du in Sigurd siehst. Mein Bruder ist nicht so selbstlos. Ja, aber dein Bruder ist jemand Besonderes, Wichtiges. Und ich will, dass er das erkennt. Ich hoffe, es ihm zu zeigen. Ist dies nicht ein gesegnetes Feld? Das Land Gottes. Und dieser Garten Eden sollte seinen Dienern zur Pflege gegeben werden. Abt Künebert, dies ist die Normannin, von der ich sprach. Ah ja, und zudem noch eine recht furchterregende. Basim sagt, dass du Paladin Folke kennst. So ist es. Lady Folke kam vor nicht mehr als einem Monat hier vorbei. Wir redeten, wir tranken. Eine sehr angenehme Frau. Und wo ist sie? Eivor wird deine Axt sein, Abt. Sei es, um einen Baum zu fällen oder die Glieder von einem Feind zu trennen. Was hast du ihm versprochen? Oh, nur eine Kleinigkeit, Eivor. Ein winziges Problem, mit dem du mir sicherlich helfen kannst. Sag rundheraus, was du willst, Abt. Dann werde ich entscheiden, ob dieser Handel meine Zeit wert ist. Ah, dein Wolf zeigt Zähne, Basim. Kommen wir zum Punkt. Welchen Gefallen würdest du im Tausch für Folke erbitten? Vor einigen Wochen wurde unser Aldermann in Kent zu Gott gerufen. Ein schrecklicher Verlust. König Elfred hat seinen Ersatz gewählt, aber bisher nicht den Namen verkündet. Ich muss ihn wissen. Jetzt. Ganz Kent wird bald sehen, welchen Tarn er gewählt hat. Ich will es früher wissen. Um ihn zu umwerben, bevor sein hohes Amt allen bekannt ist und jeder Trottel an seine Tür klopft. Wer kennt den Namen des Erwählten noch? Der Gesandte des Königs. Er wurde mit einem Glückwunschschreiben zu dem neuen Aldermann geschickt. Fang ihn ab und bringe mir die Neuigkeiten. Wenn ich den Namen des Tarns kenne, besprechen wir, wie ich seine Gunst erhalten könnte.
Wie wirst du Fulke finden, wenn wir das tun? Ich will irgendeine Absicherung. Hast du Uhren in jeder Kirche, Abtei und Kathedrale in Kent? Ich schon. Und ich werde sie finden. Und wir übernehmen, was eine christliche Seele zu sehr beschmutzen würde. Dieser Gesandte, wie finde ich ihn? Aus dem Kloster in Thunbrück kam die Meldung, dass die Männer des Königs immer einige Nächte bei ihnen verbringen. Beginne dort. Ich kümmere mich um den Namen, du findest Fulke. Alles zu seiner Zeit. So, wenn wir dann fertig sind, ich habe an der Südküste zu tun. In Folkanstan gibt es den besten Fisch in Westsexe. Dann suche ich dich dort auf, wenn ich den Namen des Aldermanns kenne. Künebert ist ambitioniert und hat gute Verbindung. Ohne ihn werden wir Fulke nicht finden. Das bleibt abzuwarten. Was wirst du tun? Ich bin es noch nicht leid, mit diesen Christen zu spielen. Ich sehe dich dann in Folkanstan. So, erreiche das Gasthaus von Tonne Berger. Gucken wir mal. Das ist da unten. Ach, das Kloster können wir noch ausräumen. Da müssen wir eh hin. Wir können mal schnell da vorbeigucken. Liegt der eh auf dem Weg. Ah, ich brauche ein bisschen Eisen. Noch mehr. Ihr verhöhnt den alten Kutbert, Steinsoldaten. Hüpft rein und raus. Was ärgert dich, alter Mann? Bitte, ich flehe dich an. Wie viele sind es? Ich muss es wissen. Wie viele was? Steine! Jedes Mal, wenn ich sie zähle, komme ich auf ein anderes Ergebnis. Erst 20, dann 21. Das Feenvolk hält mich zum Narren. Steine können nicht kommen und gehen. Ich werde sie zählen. Tanzt herum im Kreis. Den Rock haltet fest, damit's eure Kleider sauber lässt. Ihr verhöhnt den alten Kutbert, Steinsoldaten. Hüpft rein und raus, wie Finken auf den Holzhaufen. Okay. Muss man jetzt Steine zählen, oder wie? Wahrscheinlich, ne? Müssten 21 sein, oder? Deine Steinwächter. Ich habe sie gezählt. Und? Wie viele Damen und Herren erschienen zum Tanz? 21. Ich bin so sicher, wie man sein kann. Siehst du? Immer anders. Immer anders. Bitte, zähl sie nochmal. Du musst. Mein Verstand steht auf dem Spiel. Okay. Sind das zwei? Das sind zwei, ne? Ja, jetzt sind sie mehr. Ich komme nie zweimal auf das gleiche Ergebnis. Immer anders. Immer anders. Spinnennetz und Elsterhut. Jetzt 26. Sind es 26. Wie kann das sein? Siehst du? Immer anders. Immer anders. Bitte, zähl sie nochmal. Du musst. Mein Verstand steht auf dem Spiel. Ja, ja. Okay. Thank you.
Das ist Wahnsinn. Sie sind nie zweimal gleich. Schließe deine Augen nicht, sonst stehlen sie den Feuerstein. Schaffen ihn fort. Vielleicht ist die Antwort 23. Ha! Du wurdest auch verzaubert. Dreh dich ganz, grins und tanz. Der Geist erscheint zum Mummenschanz. Wer kommt gekrochen aus dem Schlund wie ein fetter schwarzer Hase ohne Beine? Ich seh dich, funkelkleiner Gnom. 27, 21, 23, 24, 22, 22, 22! Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Es scheint, als würden die Steine willkürlich kommen und gehen. Du sollst nicht hierbleiben. Geh lieber, bevor sie dich in ihren Bann ziehen. Nee, keine Sorge. Spielst du mir Spielchen mit mir? Wirkt er seine Magie auch in Englerland? Dieser Stein. War er eben schon hier? Und wo ist mein verrückter Freund? Dieser vermaledeite Ort. Egal, haben wir abgeschlossen. So. War ein bisschen strange. Schon wieder zwei Punkte. Wir haben schon so viel geskillt, also jetzt weiß ich gar nicht, was. Weg des Bären brauchen wir nicht. Ja, Gesundheit können wir mitnehmen. Fernkampf braucht man jetzt nicht unbedingt. Schleichen, aber weniger. Ah, hier, Ausbildung, Feuerwiderstand. Das können wir noch mitnehmen. Gucken, was wir da noch haben. Ja. Hier noch kritische Treffer, das ist gut. Gesundheit und Badaxt, ja, da kann man. Okay. Was haben wir jetzt für Level hier? 230. Hier gleich ausrauben. So, einmal drehen. Da ist er weit zu, ja. Ah, da kommt man rein. Ich brauche drüben Hilfe! Wir warten fette Beute! So, jetzt ist schon mal offen.
Da können wir auch noch was mitnehmen. So, der ist schon mal weg. So, da haben wir jetzt schon mal alles. Ich fühle mich schon stärker. So, das war's mit ihm. Seite. Ja, war ja schon klar, dass dazu ist. Da kommen wir auch nicht rein. Hä? Achso, da. Da oben ist der Eingang. So, Pfeile sind voll. Da rein. Hey, komm mal kurz her. So, haben wir die schon mal. Hier haben wir alles raus, ne? Ja. Wo stehen die da so rum eigentlich hier? Gucken zu hier. Also es gibt schon noch einige Bugs hier in dem Spiel. Raus, ne? Ja, okay. Können wir mal da hochgehen? Thank you.
Da ist noch einer. Du gehörst mir! Ja. Was war's mit dem, ey? Gehen wir mal da rein. Ich brauche Hilfe! Okay, mal weiter geht's hier nicht, oder was? Ja, anscheinend nicht. Hä? Ja, okay. Da ist noch was drin, ne? Gehen wir erstmal da rein. Okay. Ah, der ist da oben, ne? Okay. Einmal hoch. Ah, das ist noch versperrt, okay. Komme ich da nicht rüber? Ich will aufstarten. Na, hier war nichts, ne? Ne, da komme ich nicht durch. Zeig mir, was vor uns liegt. Mal gucken, wie wir da am besten reinkommen. Mal durch die Fenster, da passe ich nicht durch. Aber hier wahrscheinlich, oder? Einmal auf die andere Seite. Da hoch. Ah, okay. Ah ja. Das schaut doch schon besser aus hier. Ich glaube, wir haben alles jetzt rausgeholt, ne? Ja. Ach so, das sind so Spinnweben, okay. Alles klar. Dann gehen wir hier rein. Ich brauche hier mal Hilfe. Yeah.
So. Der war auch weg. Ja, viele sind ja nicht so hoch, oder? Ist da noch was? Nee, ne? Nee. Wir haben alles, ne? Ja. Haben wir alles rausgeholt. Guck mal, wie viel Material wir jetzt haben. 120 Stück, okay. Können wir die Siedlung wieder ausbauen? Jetzt gehen wir erstmal hier. Müssen wir erstmal den Marker hier abmachen. Okay. Alfreds Gesandter hier einige Tage verbrachte, weiß vielleicht jemand, wohin er ging. Du bist hier nicht willkommen? Okay. Oh, ist hier noch ein Eif, oder? Da unten ist der, ja, nee. Der ist weiter weg. Versuchst du Fliegen zu fangen oder wolltest du mich was fragen? Ich suche einen Mann. Er kam hier im Auftrag des Königs vorbei. Verpiss dich, ja? Sonst rufe ich die Wachen. Ich bin Leute leid. Du musst deine Sorgen selbst zerstreuen. Ich brauche Antworten, zahlen möchte für nicht. Nehmen wir das. Wie wäre es, wenn du mir aus der Güte deines Herzens hilfst und ich dich dann in Ruhe lasse? Ein kluger Schachzug, Hohlkopf. Tatsächlich habe ich Alfreds Mann gesehen. Er ist aber schon lange fort. Vielleicht weist Gawain, der Barde, wohin. Wo finde ich ihn? Das letzte Mal lag er bewusstlos bei den Bäumen zwischen Hafen und Brücke. Er war voll wie der Nachttopf einer Bauernsippe. Und jetzt störe wen anders. Ein Barde, der sich mit dem Gesandten betrank. Ich sollte ihn suchen. Vielleicht weiß er etwas. Ja, aber sehr sympathisch, die Leute hier, ne? Okay, hier gibt's nur einen Stall, sonst gibt's hier nichts. Was siehst du da oben, Sühnen? Dieser ale-atmende Skalde kann nicht weit sein. Ja, der ist ja auch hier irgendwo. Geh doch mal hoch hier. Macht der es jetzt unten oder wie? Ah, da unten drin. Hat jemand meine Hosen geklaut? Du hast deine Hosen. Fanny, bist hübsch anzusehen. Ja. Du da, lebst du noch? Geduld ist eine müde Mähre. Trotteli trott, trott. Wieder ein schwankender Zitzensauger, der nichts verträgt. Holen wir deinen Huger zurück. Nüchter den Baden aus. Ja, den warte mal. Erstmal plündern. Okay.
Vielleicht will er ein paar Schwimmstunden nehmen oder so. Wow, das ist ja kalt wie der Busen einer Drude. Eigentlich sollte ich ihn reinschmeißen und nicht reinlegen, aber egal. Ach, bei Gottes Hosen. Pfui, sag ich. Ach, welch Höllenwesen weckt mich. Schreckliche Normanen, das ist egal. Bist du der Geschichtenweber? Gauen der Löwenzahn. Denn die Samen meiner Sagen gleiten auf den Winden von Westsex. Warum aber trittst du Esel mir gegen den Kopf? Du und Alfreds Gesandter war zusammen in der Schenke. Sag mir, wohin er gegangen ist. Waren wir das? Ich war so benebelt vom Ale. Vielleicht würde etwas kleines Silbernes in meiner Hand mich erinnern. Ja. Wie wäre das mit etwas langen und scharfen? Sag mir, was du weißt. Ich habe keinen Bock zu zahlen, ey. Niemand würde in Tränen ertrinken, gäbe es einen Barden weniger in der Welt. Sag mir, was du weißt. Ihr Dan habt es nicht so mit dem Handeln, was? Er brach Richtung Weiße Küste im Südosten auf. Zur Dofras-Feste. Na, geht doch. Hab Dank. Im Tausch biete ich dir diese Weisheit. Becherweise Bier schafft Narren in Witz und Wort. Hab Dank, Seherin des Offensichtlichen. Nun überlasse mich meiner unheiligen Strafe. So, wir müssen... Finde die Nachricht. Der Gesandte trägt die Nachricht bei sich. Okay. Ach, der ist da hinten. Ach du Scheiße. Da ganz unten ist der. Ja, dann holen wir da den Aussichtspunkt. Reisen wir jetzt mal da an. Der Gesandte machte sich zur Dofras-Feste an der Südostküste auf. Ja. Oh, jetzt haben wir ein Stück vor uns. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ah, Misstrauensgebiete, also egal. Diese dramatische Musik, ey, Wahnsinn. Warte, ey. Da müssen wir hin. Wir gehen mal da hoch. Und zack. So. Etur ad Marcus, et Dixit ad Vulgares, de Terra Superbus est. Hier müssen wir auch ein bisschen auf die Wachen auf. Ja, hier nicht mehr, hier ist okay. Aber da unten war auch gerade ein Misstrauensgebiet. Ah, hoch mir.
Na komm. So. Gucken wir mal. Ah, okay. Hier ist noch Rüstung oder eine Waffe. Und wir müssen jetzt da runter. Okay. Jetzt müssen wir erstmal aus der Stadt hier raus. Oh, 600 Meter. Bogen ist auch voll. Okay. Der Gesandte muss hier irgendwo sein. Vielleicht kann ich ohne Blutvergießen an den Brief gelangen. Der Barde sagt, in dieser Feste trainieren Paladine. Das wird kein leichter Kampf. Ach, geht schon. Deine Flügel aus. Okay. Okay. Dann schauen wir mal da rein. Was tue ich jetzt nur? Ah, okay. Wenn ich den Brief stehlen könnte, ohne den Gesandten zu töten, würde ich mir Ärger ersparen. Stehlen. König Alfreds Erlass. Und haben wir den jetzt schon, ne? Ja. Alfreds erwählter Aldermann ist ein Tarn namens Tedmund. Abt Künebert wird das wissen wollen. Ich sollte mich mit Basim und dem Abt in Volkanstan treffen. Das war's schon. Ja, wow. Das war's ja schon. Aber da können wir später nochmal zurück das ganze Ding hier ausräumen. Wir müssen jetzt da runter. Oh Mann. Ist wieder so weit weg hier, ne? Hier gibt es aber auch keinen Schnellreisepunkt. Nee. Ja gut. Wir können auch schnell die Punkte hier vergeben. Da wollte ich rein, ne? Einmal die Axt, genau. Und Gesundheit. Okay.
Wacke nicht wie eine Henne beim Eier legen. Ich hab mir das Bein gebrochen. Bring wenigstens die Fischerlegende von oben mit. Ihr fischt was! Gibt's hier noch was Besonderes? Schon gut, schon gut. Du musst irgendwie da runterkommen. Siehst du einen Heuhaufen oder sowas? Ach nee, das ist nur eine Quest, okay. War also nur eine Nebenquest hier. Ja, okay. Na ja, gut, dann gehen wir weiter. Die machen wir anders mal, die Nebenquest. Kannst dann. Ach so, zum Untertauchen. Okay. Ah, die kann man anheuern, okay. Wahrlich, dafür sollte ich meine unsterbliche Seele. Eivor, bringst du Neuigkeiten? Kents neuer Aldermann wird Tarn Tedmund sein. Tedmund? Oh, der Herr will mich prüfen. Ihr Dänen macht ihn zu einer Maus. Er verlässt kaum seine Feste in Kurfürstkester. Wie könnte ich Einfluss nehmen, wenn er nicht mit mir spricht? Oder mit irgendwem? Ein Rätsel. Treue entsteht, wenn Tedmund dir etwas schuldet. Wie zum Beispiel sein Leben. Fahre fort. Eine gestürmte Feste, ein entführter Mann. Wenn du seinen Feind in die Flucht schlägst, ihn vor dem sicheren Tod bewahrst, wäre seine Dankbarkeit... enorm? Völlig grenzenlos sogar. Doch diese Feste wird schwerer zu öffnen sein als die Schenkel einer Nonne. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was weißt du? Wir könnten jemanden entführen, der ihm nahesteht. Ja. Verbirgst du etwas vor uns, Bassem? Es gibt ein Holzfällerlager in der Nähe. Bemas fehlt. Elfred hat Westsexe teuer befestigt. Mit unseren Wäldern. Das Lager versorgt ihn mit Holz. Tedmund ist dort. Unmöglich! Woher willst du das wissen? Ich hörte, dass Tedmund aus dem selbstgewählten Exil gelockt wurde, um die Befestigung von Kantuarbruch zu beaufsichtigen. Ihn sich in einem Holzlager zu schnappen, ist weniger gefährlich, als eine Feste anzugreifen. Aber dein Rettungsversuch wird nicht denselben Eindruck machen. Ist es das wert? Das könnte dennoch klappen. Ja. Ja. Bring ihn zum Felsenring. Und Fulke? Wenn ich Tedmunds Treue habe, sollst du Fulke bekommen. Geh. Ich werde einen kleinen Rettungstrupp aufstellen. Der Handel in Rakulfau und Tunbrück läuft prächtig. Okay. Ich zahle gut für meinen Bank. Die Mönche? Fulke Basin. Glaubst du nicht an Jesus? Sie leben bescheiden. Eivor, wo bist du denn? Na hier. Wo bist du denn, ja? Dieser Abt gefällt mir nicht, Bassem. Er ist eigennützig und weicht aus. Kann er uns Fulke wirklich liefern? Der Abt ist ein Freund Fulkes. Das ist offensichtlich. Solange er unsere Absicht nicht erahnt, könnten wir Glück haben. In der Tat. Das erinnert mich an eine Geschichte. Vielleicht kennst du sie. Der Skorpion und der Frosch. Eine Kindergeschichte? Eine warnende. Der Skorpion will den Fluss überqueren, doch er kann nicht schwimmen. Also holt er einen Frosch zur Hilfe. Der Frosch willigt ein, ihn zu tragen, nachdem er dem Skorpion das Versprechen abgerungen hat, ihn nicht zu stechen. Lass mich raten. Der Skorpion wird wortbrüchig, gibt seiner Natur die Schuld und beide ertrinken.
Der Skorpion überquert den Fluss und sticht einen unschuldigen Mann, der stirbt. Was will uns das sagen? Dass deine Geschichten schwammig sind und ihre Bedeutung noch mehr? Dass jede Geschichte 1000 mögliche Enden hat, von denen viele überraschend sind. Wenn der Abt Fulke nicht liefert, wird er durch meine Hand sterben. Und wir setzen unsere Suche fort. Ein nüchterner Ansatz. Okay. Ja gut. Voran, ich folge dir. Finde Tedmund und entführe ihn. Zeig es mir. Okay, 2 Schlüssel. Ich hoffe, diese Jagd bringt uns eine fette Henne. Sobald der Abt Tedmunds Dankbarkeit hat, wird der Fulke ausliefern. Mehr als das wird es uns nicht kosten. Wenn dieses geistig... Okay. Ah, du arbeitest lieber im Verborgenen. Das sind 2, oder? Ja. Ja. Also der ist halt gar nicht auffällig hier, ne? Kriegen wir den hergelockt? Nee, ne? Der ist zu weit weg. Na komm. Hey, was geht da vor sich? Komm her, bevor der andere hier kommt. Ach komm. Na gut. Das Zimmer wurde entdeckt worden. Oder? Naja, doch nicht. Okay. Nochmal Glück gehabt. Rauchst du im Grünzeug rum, du Hund? Hm, guck doch mal nach. Ah, da kommt noch einer. Sieht nach Ärger aus.
Bist wohl ins Gestrüpp gekrabbelt, was? Die werden sofort angreifen. Ja, alles gut. Stehen so dicht beisammen, das ist nicht cool. Oh, gucken wir mal, einen rauslocken können irgendwie. Ah! Oh, das war knapp. Man findet hier keine Ruhe. Na komm. Komm mal her. Können die mal herkommen? Die stehen da so bescheuert. Ihr geht mir echt auf den Sack, ey. Okay. Deine Zeit ist um. Ja, deine Zeit ist um. Ich kann mit ihm hier nichts machen. Ach komm schon. Ich kann mit ihm nicht interagieren. Gefunden habe ich nie, aber. Fundiat oder Werusa! Ups. Ach, jetzt geht's, oder was? Ich bin nicht der, von dem ihr mich haltet! Lasst mich gehen! Hör auf rumzujaulen und du überlebst! Oh, überleben! Oh, Heilige, beschützt mich! Schweigen wird dich retten, Tedmund. Schweigen, nicht deine Heiligen. Lee, wir haben den Mann, wegen dem wir hier sind. Bringt dieses Unterfangen dein Blut nicht auch in Wallung? Arbeitest du nicht lieber im Verborgenen? Das haben wir doch. Wir haben den Raub dieses Mannes flink vollzogen. So, bleib mal stehen hier. Wir verstecken uns vor alle Augen, das ist unsere Art. Jedoch nur bis zum Moment des Erfolgs, dem finalen Schlag. Ich handle und spreche lieber offen. Könige und Jarls, die das nicht tun, werden oft missverstanden. Als Anführerin kannst du nicht leugnen, dass Ränke und Heimlichtuerei ein Mantel sind, den man gelegentlich tragen muss. Wie viele aus deinem Clan kennen die wahren Umstände von Sigurds Abwesenheit? Hm. Du siehst, was ich meine. Ein Anführer muss wissen, wann er schweigt. Geh doch mal da weg, Denn Schweigen ist nicht immer eine Lüge. Es kann sich wie eine anfühlen. Du stehst im Weg, du Trottel. Du hast dich der Idee, sich vor aller Augen zu verstecken, geradezu verschrieben, was? Voll und ganz. So wie ich es mit allem tue. Ja. Hä, ich soll ihn doch hier abgeben. Oh mein Gott, dieses Spiel, ne? Ja, ich bin doch hier. Oh Mann, ey. Das Ziel muss ich auf dem Boden befinden. Jetzt lege ich ihn ab und jetzt passiert. Ah, jetzt.
Mein Gott, ey. Im Namen Elfritz, König von Westsexe, verlange ich die Übergabe dieses königlichen Untertans. Komm nicht näher, Christ, sonst stirbt dieser Mann durch meine Klinge. Bitte, ich bin nicht der Mann, den ihr sucht. Behalte den hier im Auge. Er wird ein hübsches Lösegeld wert sein. Eine Bewegung und ich schneide dir die Fersen durch. Wir haben deinen Mann. Beenden wir also dieses Schattenspiel und verschwinden. Bist du sicher, dass das Tedmund ist? Er ist gekleidet wie ein Lord, aber dieser Mann ist kleiner und fetter als in meiner Erinnerung. Ich bin nicht Tedmund. Wirklich nicht. Ich schwöre es beim Heiligen Kreuze. Ich bin nicht Herrn Tedmund. Was in Gottes Namen geht hier vor sich? Wer bist du? Sprich schnell oder ich schlitze dir die Kehle auf und überlasse dich den Krähen. Scherger. Ich heiße Scherger. Lord Tedmund zahlt mir einen mickrigen Lohn, damit ich seinen Doppelgänger spiele. Bruder Scherger, du bist weit von Augustins Priorat entfernt. Ich verließ das Kloster vor vielen Monaten, Hochwürdigster. Das Mönchsleben war nicht meine Berufung. Du wirst uns zu Tedmund bringen. Es gibt einen Weg. Ja, du wirst uns zu Tedmund bringen. Du kannst doch nützlich sein, Scherger. Vereinbare ein Treffen mit Tedmund. Locke ihn für uns heraus. Tedmund schert sich nicht um das, was ich zu sagen habe. Ich bekomme meine Befehle schriftlich, nicht mündlich. Ich kenne den Mann kaum. Dann hast du keinen Wert für uns. Vielleicht sollte ich dich einfach hier und jetzt töten. Nein, 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 nein. Halt, warte. Lass mich nachdenken. Dänen! Um die Mauern zu stürmen, braucht ihr Dänen. Westlich von hier gibt es ein Räuberlager, vor dem ich gewarnt wurde. Als Tedmund befahl ich einem Soldatentrupp, sie zu fangen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch aufhalten. Wenn sich ein anderer Dänenbund unserem Angriff anschließt, haben wir die nötige Ablenkung, um ins Innere von Hufeskester zu gelangen. Wenn die Sachsen sie nicht vorher töten. Für diese Männer bin ich noch immer Tedmund. Ich könnte mit ihrem Hauptmann sprechen und alles abblasen. Ein tollkühner Plan. Die Nornier spinnen verschlungene Pfade, die nicht entwirrt werden können. Anscheinend war Hufeskester immer ein Teil unseres Wegs. Abt, bleib wachsam. Wir benachrichtigen dich, wenn wir bereit sind, Tedmund zu fangen. Und dieser Narr? Er weiß zu viel über unseren Plan. Ah, niemand mit uns. Und wenn er mich verrät, brate ich seine Eier über dem Feuer. Das wirst du nicht bereuen. Durch meine Gerissenheit und meinen flinken Verstand wird jedes Blutvergießen unnötig. Vielleicht töte ich dich doch noch, Freundchen, wenn du nicht aufhörst zu plappern. Die Vorzüge, Tedmund zu sein, schwinden rasch dahin. Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Musstest du anspruchsvolle Prüfungen und Herausforderungen bestehen? Ich wurde mit dem Fluch geboren wie... So. Wäre ich doch nur auf dem Pfad Gottes geblieben. Was brachte dich davon ab? Ich bin der siebte Sohn eines armen Bauern. Und da er kein weiteres Maul füttern wollte, gab mein Vater mich den Mönchen. Und das Klosterleben gefiel dir nicht? Ich dachte, die Regelmäßigkeit würde tröstlich sein. Stattdessen gab es nichts außer Gebeten und Schinderei. Die Nornier spinnen seltsame Schicksale. Nun hängt dein Leben von der Geschichte ab, die du dir selbst spinnst. Ich bin kein guter Schwindler. Ich werde starr, bleiern geradezu, die Hände schwitzen. Ich stottere, wenn ich nervös bin. Doch, ich bemühe mich. Ah, der Eckpfeiler aller großen Künste. Der Hauptmann kennt Tedmund nicht gut. Wenn wir ruhig Blut bewahren, wird er meine Befehle nicht hinterfragen. Hoffe ich. Wir kommen zu spät. Hier herrscht großer Schrecken. Wir müssen die Überlebenden retten. Um jeden Preis. Nähern wir uns dem Hauptmann mit Bedacht. Er trinkt zu viel und braucht keinen Grund, um uns zu töten. Ja, ich bin es, Tarn Tedmund. Ich komme, um über meinen Befehl von vor kaum einem Tag zu sprechen. Diese Schweinshaxe bringt uns alle ins Grab. Ihr stinkenden Ausgeburten der Inzucht! Hört auf zu kläffen, ihr Hunde. Ihr seid nun Sklaven Kents. Ah, kann man mit ihm... Ach, okay. Geht automatisch. Tarn Tedmund, was machst du denn hier? Wie kannst du es wagen, mich so respektlos anzusprechen?
Weißt du denn nicht, wer ich bin? Du bist Tedmund, wie ich sagte. Und ich wollte nicht anmaßend sein, Herr. Mir wurde nur gesagt, du wärst in Hoffeskester. Ach ja? Und sehe ich so aus, als wäre ich in Hoffeskester? Das... nein, Herr. Ein weiser Mann kommt immer unerwartet. Du reist in seltsamer Gesellschaft, Herr. Ein Araber und eine Dänin? Ich bin hier, um den Tarnen zu helfen. Du musst dich irren. Ach, du hältst mich für eine Fremde. Doch sind wir nicht alle nur ein Abbild der Orte, die wir gesehen haben? Ja, nun, abgesehen davon, hast du weitere Befehle, Herr? Ja, ich befehle. Ich befehle euch, hier nicht weiter rumzulungern, sondern in eure Quartiere zurückzukehren, du Torfkopf. Und die gefangenen Dänen? Du musst sie alle töten, jeden einzelnen von... Verzeih, nein, lass sie hier, gefesselt, als Festmahl für Wölfe und Krähen. Das ist alles, ihr könnt gehen. Husch! Ja, das klappt bestimmt, oder? Eine überzeugende Darbietung, welche dir deine Freiheit erkauft hat. Geh, schaffe dir dein eigenes Leben, fern anderer Fußstapfen. Das werde ich. Diese kleine Kostprobe der Macht lässt mich grübeln. Vielleicht habe ich ja das Zeug, ein Anführer zu werden. Ah, mit Sicherheit. Ja, bereit euch, Männer! Warme Schenkel und Eile warten uns! Kommt schon, ihr Faulpelze! Ihr habt okay. Losen gibt's ja nix weiter. Na. Ist gebunden wie Tiere. Danke, ich muss sie befreien. Wir verdanken euch unser Leben. Diese sächsischen Hurensöhne hätten uns alle getötet. Ja, das hätten sie. Und nun könnt ihr euch rächen. Marschiert mit uns auf Hofeskester und plündert seine Schätze. Das würde ich gern. Doch wir sind zu wenige für ein solches Wagnis. Wir haben keine Verbündeten in Westsex, die wir zum Kampf gegen ihre Landmänner rufen könnten. Mercia wird dem Ruf folgen. Gedrick wird uns eine Wikingerhorde stellen. Wir senden eine Nachricht nach Oxenafortshire. Die Mercer sind nur zu gerne bereit, Westsex einen Schlag zu versetzen. Wie lautet dein Name, Kriegerin? Runa Ees, Tochter. Wir brauchen Schiffe, Runa. Unsere kleine Flotte ankert flussaufwärts. Doch eine Seekette versperrt den Zugang zu Hofeskesters Mauern. Ich entferne sie. Dann könnt ihr mit euren Schiffen kommen. Sammle die Waffen und Rüstungen der Gefallenen ein. Gedrick und die Männer von Oxenafortshire werden sie brauchen, um ihre mercische Herkunft zu verbergen. Meinen Kriegern wurde heute Walhall verwehrt. Mir gefällt der Gedanke nicht, ihre Waffen an Sachsen zu verschenken. Sie haben große Opfer gebracht. Das macht ihr Geschenk umso größer. Unser Sieg wird ihnen Gerechtigkeit bringen und ihre Schatten kommen zur Ruhe. Das verspreche ich. Werdet ihr das Rüstzeug mit zur Schlacht bringen? Und wie lautet unser Plan? Am Morgen gehst du nach Buckingham und erinnerst Gedrick an sein Versprechen. Wenn er zustimmt, suche mich am Ufer nahe Hofeskester auf. Mit den Schiffen. Wir sollten ab Künebert vorwarnen. Er wird Zeit brauchen, um einen Rettungstrupp aufzustellen. Runa, das übernimmst du. Alles scheint bereit zu sein. Beim ersten Tageslicht breche ich auf. Gut. Das gibt uns Zeit zum Trinken. Du bist weit gereist, um deine Pflicht zu tun. Ist das Leben eines Verborgenen? Immer unterwegs? Mein Weg ist eher ungewöhnlich. Doch unser Credo reist. Unsere Ideale sind universell. Du hast also keine Heimat? Ich habe keine Heimat. Nein. Seltsam. Für mich ist Heimat Familie. Und die habe ich nicht. Keine? Nicht bei Heitam? Eltern, Brüder, alle tot. Ich verlor meine Eltern, als ich 9 Winter alt war. Ohne Sigurd wäre ich...
hätte... Es gibt immer ein unzertrennbares Band. Ja. Kinder sind erstaunlich. Sie können dir so viele Sorgen bereiten. Und so viel Freude. Sogar dein Herz anhalten. Und wenn du Glück hast, nehmen sie deinen Platz ein. Das Glück hatte ich nicht. Ich hatte einen Sohn. Ich vermisse ihn entsetzlich. Immer noch. Tut mir leid, Asim. Er wurde mir genommen. Von jemandem, dem ich traute. Einem Freund und Mentor. Einem Mann, dem ich alles anvertraut hätte. Doch wenn du blind vertraust, kannst du alles verlieren. Er hat mir alles genommen. Alles. Okay, der Mann hinter dem Mann. Neue Quest. Bereiten wir uns vor. Okay, ich werde jetzt mal eine Pause machen. Ja, genau. Ob ich heute Abend noch mal streame? Keine Ahnung. Ja, mal gucken, ich weiß nicht mehr. Also spätestens dann morgen wieder. Die Streams, also zwei muss ich nur auf YouTube oder drei. Die letzten muss ich nur auf YouTube hochladen. Ja, kommen dann, ja, spätestens morgen, dann sind sie auch auf YouTube verfügbar. Ein paar habe ich ja schon hochgeladen. Ja, dann Dankeschön fürs Zugucken. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.